fangen an. Dann brennt das nicht die Zeit weg. Ich tue es mal. Gut, in der Präambel wird einfach nur noch mal festgestellt, dass es hier um eine Beteiligung geht in Höhe von 750.000. Wir haben das gesplittet in eine Beteiligung von 100.000 in Form von Eigenkapital und 650.000 in Form von einem Shareholder-Darlehen. Ein zweiter Punkt ist, dass die neue Technologie zum Ende des Geschäftsjahres, die du ja, Lutz, schon zum Patent angemeldet hast, kommerziell einsetzbar ist. Das heißt, sie steht als Produkt zur Verfügung, aber nicht nur als Labormuster, sondern als Produkt, sodass sie auch an Kunden ausgeliefert werden kann und auch schon an Kunden ausgeliefert wurde. Ist das ein realistisches Ziel? Wir fangen an, die neue Technologie als Proof of Concept und Muster jetzt in diesen Monaten auszuliefern. Wir müssen einfach einig werden, dass das jetzt nicht irgendwo ein aufgeblasenes Labormuster ist, sondern dass das wirklich, dass wir alle dann feststellen können, okay, das ist tatsächlich die Basis für das zukünftige Business der NCT. Also Sportwagen werden wahrscheinlich in den nächsten 3 Monaten mit ausgerüstet sein. Das ist ja schon mal eine sehr, sehr vernünftige Applikation, klar. Das läuft ganz, ja. Und dann der Kranen. Welche Wagen? Sportwagen, Rennfahrzeuge. Achso, die englischen Rennfahrzeugfirmen. Und eine Kranfirma wird wahrscheinlich dieses Jahr noch damit arbeiten wollen. Um das berührungslose Messen vor Drehmoment besser zu erklären, betrachten wir ein modernes Überlastsicherungssystem. Es geht darum, die aktuelle Last am Kranhaken zu messen. Auf der Rückseite des Führerhauses befindet sich der Motor, der die Seiltrommel antreibt. Die Last, die vom Zugseil gehoben wird, übt eine Stressbelastung auf die Antriebswelle aus. Je größer die Stressbelastung der Antriebswelle ist, umso größer ist der Zeigerausschlag am Messinstrument. Die hier gezeigte Antriebswelle trägt eine nicht sichtbare magnetische Kodierung von NCTE. Bei einer Änderung der Stressbelastung der Antriebswelle verändert sich das magnetische Verhalten der Welle. Diese Änderung wird von einer speziellen Magnetfeldsonde erkannt. Also von meiner Seite aus sind diese Punkte erfüllt, wenn wir uns einig sind, dass die Stückzahlen klein sind, aber durch den Kunden bedingt. 2, 3, 4 Stück sind völlig ausreichend, aber eben keine Labormuster, sondern wirklich Muster, die vom Kunden dann auch in der Applikation eingesetzt werden. Ja. Dann ist es realistisch, ja? Ja, also nächstes Jahr, 2005. Nein. Was 2004, Ende 2004. 2004, ja, okay. Viertes Quartal ist Ende? Ende 2004, 31.12. Dann. Also sollte realistisch ist sein. Realistisch, für uns ist es einfach nur tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ja. Aber wenn Sie heute schon sagen, das wird wahnsinnig tough, dann... Nein, es ist, wir planen das wesentlich früher zu tun. Fangen wir auch nach bei der ersten, bei dem ersten Kriterium, nämlich Umsatz. Ist das realistisch? Mein Vorschlag wäre folgender. Wir stellen rechnerisch fest, was der Umsatz wäre, um Break-Even zu erreichen. Und den würde ich dann gerne festlegen. Alles, was darüber ist, ist sowieso Icing on the Cake. Und ich gehe davon aus, wir machen sowieso mehr. Aber ich möchte nicht unbedingt jetzt einen höheren Umsatz nehmen, was ja eigentlich keinen wirtschaftlichen großen Nutzen bringt. Wichtig ist, dass die Firma sich wirklich voll und ganz in diesem Jahr tragen kann. Und das wollen wir auch erreichen. Dieses Jahr ist sogar ein Minus eingesetzt. Ja. Jetzt, das hängt davon ab, wie es berechnet wird. Für mich ist natürlich wichtig, dass Sie als Geschäftsführer sagen, den Plan glaube ich. Dass es nicht irgendwelche Zahlen sind, sondern dass Sie das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Ne? Und wenn Sie heute sagen, das glaube ich nicht, dass wir das erreichen, dann sollten wir auch einen anderen Plan zugrunde legen, weil dann reicht uns das Geld auch nicht. Ne? Okay. Wir haben uns so ein bisschen warm gelaufen. Ich möchte eigentlich mal einen Schritt zurückgehen. Beziehungsweise, ihr seid wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, dass die Zahl 34% und Darlehen und Equity als solches mal so akzeptiert wird. Also ich stelle es mal frei, wann wir darüber reden. Können wir jetzt machen? Können wir am Schluss machen? Können wir gleich machen, klar. Aus meiner Sicht wollte ich nicht gleich am Anfang so einpreschen, aber wir haben uns natürlich vorher abgesprochen. Ja. Wir sind ein bisschen enttäuscht, ich sag's mal so rum.
weil wir uns natürlich was überlegt hatten, eine eigene Bewertung überlegt hatten. Und die liegt leider ein ganzes Stück von dem weg, was von euch angeboten worden ist. Ich sage es mal offen, was wir uns vorgestellt haben. Wir hatten uns um die 20% vorgestellt für das Geld ungefähr.